Servus Leute, willkommen zurück zu Breath of the Wild. Wir stecken immer noch fest, weil der Weg irgendwie weg ist und deswegen drehe ich jetzt auch um. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr hier unten länger irgendwie rumzudatteln, weil ich immer noch nicht weiß, wo ich lang muss. Ich denke mal, ich werde das jetzt hier sein lassen. Oh, sind das Ausdauerlinge und werde nochmal versuchen, in die Gerudo-Wüste irgendwie reinzukommen. Und wenn ich halt Echsen kochen muss, dann muss ich halt erst Echsen kochen, aber irgendwie wird es schon gehen. Oder was heißt Gerudo-Wüste? In dieses Lavagebiet, da Mordor, genau, das ist der bessere Begriff dafür. Es sei denn, es geht hier irgendwie nach unten und da drüben wieder hoch. Aber es sieht nicht so aus. Es ist aber auch, also, boah, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier lang reiten soll. Hier stehen überall nur diese fetten Bäume. Und es ist kein einheitlicher Weg mehr da. Ich bin komplett verwirrt. Ich finde ja nicht mal den Turm. Okay, gut. Dann können wir eigentlich mal auf die Karte gucken. Der Riesenwald, aha. Vielleicht komme ich ja von hier irgendwie. Wäre vielleicht eine Idee, aber dann müsste ich an Schloss Hyrule vorbei und das ist nicht so eine gute Idee. Könnte es aber eigentlich. Könnten es ja theoretisch einfach mal probieren. Naja, aber ich wollte erstmal hier hin. Gucken wir mal, ob ich von der Seite vielleicht irgendwie dahin komme, hier in das Gebiet, ohne gleich zu verbrennen. Nee, probieren wir es nochmal hier, von hier aus. Ich möchte mal überhaupt gucken, ob ich durch das Feuer wirklich Schaden genommen habe oder ob einfach nur meine Waffen angefangen haben zu brennen, weil ich habe darauf gar nicht so geachtet. Ich meine, durch Kälte nimmt man Schaden, dann wird man wohl auch durch Hitze Schaden nehmen. Deswegen, tja, einfach nochmal probieren. Und die Echsen sammeln natürlich. Erstmal muss ich aber sowieso an den Gegnern vorbeikommen, die sich da breit gemacht haben. Die ganzen Moblins und Bockblins und dieses ganze Gesocks. Ja, da ist auch schon wieder dieser rote Strahl von Varuta. Sieht man eigentlich Varuta von hier aus? Ja, wow. Ist schon echt cool, wie weit man hier gucken kann. Oh, ein kleiner Junge mit einer Quest für mich. Will Ballons sehen. Das Wetter ist schlecht und der Himmel bedeckt, aber ich muss dir was sagen. Manchmal träume ich etwas, dass ich vor langer Zeit in einem Land in den Wolken gelebt habe. Du, ich möchte mal sehen, wie Ballons in den Himmel fliegen, ganz hoch. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir einen Schatz, der mir der Himmel geschenkt hat. Wird gemacht. Oh, danke, gut, dass ich immer so brav war. Mach die Ballons an einem Fass fest und lass es ganz hoch fliegen. Ich denke mal, ich weiß, was da gemeint ist, nämlich diese. Die habe ich schon. Octorok-Ballons. Ja, ich denke mal, das steigt irgendwie sehr langsam auf. Aber sie steigen auf. Was ist jetzt? Ah. Uiuiui, wie sie fliegen die Ballons auf ins Land der Wolken. Irgendwann mal sollen mich Ballons in das Land der Wolken tragen. Und dann reite ich auf einem großen Vogel. Das ist mein Traum.
Danke, hier ist der Schatz des Himmels. Ein Sternsplitter, oi. Kann auch als Kochzutat wahre Wunder wirken. Mann, der Junge gibt mir einfach... Da steht sehr seltene Zutat. Und der Junge hier, nimm... Ich habe Ballons fliegen sehen. Ach, das ist die kindliche Naivität. Ist das nicht toll? Ich lasse Kadok. Ja, gib mir mein Pferd. Ja, komm schon. Jetzt geht's los. Oh, der Ballon ist geplatzt. Ha, jetzt sieht er keine Ballons mehr aufsteigen und ich hab das Ding und verpiss mich. Auf geht's in nach Mordor. Ah. Oh, Octorox. Kannst du eigentlich auch schiffen in dem Gebiet? Oh, schwarze Exalfos, schnell weg hier. Das macht nur leider überhaupt keinen Schaden. Ich komme hier drüber. Dachte ich, muss weg. Echt, hier muss man ohne... Moment mal, ich bin doch da irgendwie drüber gekommen, oder? Wo kletter ich gerade hoch? Oh Mist. Nee, das geht nicht. Schnell weg hier. Hier kann ich hoch. Ja, ich bin oben. So, und von hier aus wieder weiter rein. Wenn ich Echsen sehe, muss ich erstmal anhalten und die sammeln. Ich kann eigentlich hier außen rum gehen. Verdammt, wie hatten der mich jetzt... Ach, klar, da kriegt er mich natürlich mit. Oh. Ich bin gerade irgendwie... nicht... Ja, ich muss hier über den Berg drüber kraxeln. Na toll. Bloß nicht den richtigen Weg nehmen. Zum Glück kann man hier an so Stellen immer mal wieder stehen bleiben, an denen man, ja, ich finde, eigentlich nicht stehen dürfte. Und wir sind eigentlich so gut wie da. Hier vorne müsste es dann auch schon losgehen mit den richtig heißen Stellen. Die Temperatur steigt auch, man sieht es am Thermometer. Moment. Eine Feuerexalfo. Ich weiß nur leider nicht, wie viel die verträgt und wie viel Schaden die macht. Oh, verdammt! War gar nicht so viel. Oh, verdammt, was für eine coole Sprungattacke, aber leider. Ja, genau. Ich beschütze dich. Was zur Hölle?
Na komm her. Oh, nochmal. Ich brenne. Oh, ich hab sie. Ein Exalfo-Schwanz rot und noch ein Haufen solches Zeug. Dann kann ich die Lanze wegwerfen. Und nehme die auf. Ich will nicht, dass mich dieses Vieh bemerkt. Oh. Ja, jetzt hat er mich, aber ich renne einfach weg. Die sind aber auch schnell. Hä, wieso kann der... Gerade eben konnten sie Feuer speien, jetzt können sie Wasser schießen, was können die nur noch alles? Wo bin ich denn letztes Mal lang gegangen? Hier runter. Da ich hier auch den Turm nicht gefunden habe, den ich doch dann ganz gern mal sehen würde, weiß ich auch immer noch nicht, wie das Gebiet aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass er das da hinten ist. So, jetzt sind wir gleich wieder in dem Gebiet, wo anfängt alles zu brennen. So, was passiert jetzt? Nehme ich Schaden? Moment mal. Ausrüstung. Das kann brennen. Und... Ah, ich nehme aber auch Schaden. Okay, gut. Also es geht wirklich nicht. Ich fange auch selbst Feuer. Ah, dann muss ich mir erstmal was gegen... Hitze kochen. Ich suche mal ein paar von diesen Echsen. Ich hoffe, dass auch irgendwo welche sind. Das ist doch eine. Und da ist noch eine. Oh, das kann nicht sein, weil er... Oh, Mann! Wenn er runterfällt, hört er natürlich auf, sich hinzuhocken. Dadurch bemerken die mich und rennen weg. Kann ich eigentlich hier weitergehen oder fängt es hier dann auch irgendwann an, ziemlich heiß zu werden? Ja. Nun gut, dann lässt sich das nicht ändern. Hier sind noch ein paar Erze, die nehme ich mit. Und dann versuche ich es mal von der anderen Seite irgendwie in das Gebiet reinzukommen. Irgendwie muss es ja nach Goronia gehen. Die Insekten habe ich auch noch nicht. Geben die vielleicht auch Feuerresistenz? Glutlibellen, wo sind sie denn? Ach so, schützen vor Kälte. Ja, das ist irgendwie nicht das, was ich gerade brauche. Also wenn irgendwas die Körpertemperatur erhöht, ist das normalerweise nicht gut, denn so ab... Ja, wie beim Fieber, ab 40 Grad wird's kritisch. Keine Löschechsen mehr. Nirgendwo. Von wegen. Gleich habe ich dich. Dann gucke ich gleich mal, was ich mit denen kochen kann, indem ich mich einfach zum nächsten Stall porte.
wenn ich jetzt nicht noch irgendwo eine Echse finde. Nee, sieht gut aus. Also eigentlich sieht es gar nicht gut aus, weil ich nicht weiterkomme. Aber erstmal zum nächsten Stall. Dort können wir auch kochen. Und irgendwie muss es ja reingehen. Octorok-Ballons. Werden sie aufgeblasen, entwickeln sie einen starken Auftrieb. Platziere sie in der Nähe von anderen Objekten, um diese hochsteigen zu lassen. Ja, aber die platzen ja auch dann. Hitzeverträglichkeit, ahoi! Moment mal, wo ist der? Ah, da unten. Und wir landen ganz saft in dem Kochtopf, genau. Hab ich gerade angefangen zu quallen? Ja, irgendwie schon. Na gut. Was hauen wir denn dann mal zusammen? Auf jeden Fall diese Löschechse. Als Zutat für Medizin. Medizin stellt man doch immer mit Monsterzutaten her. Nee, kochst du es zusammen mit Insekten, lässt sich Medizin daraus herstellen. Moment mal, ich habe doch noch Exalfo-Sachen. Kann aber zusammen mit Insekten zu wertvoller Medizin verarbeitet werden. Ach. Probieren wir es einfach mal. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich jetzt meine Löschechsen verschwende. Oh, Brandschutzmedizin. Wie cool. Der Brandschutzeffekt Level 1 bewirkt, dass du selbst in Flammen aufgehst. Auf dem Todesberg gibt es keinen größeren Segen. Das ist der Shit, Leute. Das ist es. Das ist das, was ich brauche. Jetzt will ich auch mal gleich noch was probieren. Das in die Hand. Ich wollte das schon seit langem probieren. Wenn man eine Fee mit zum Kochen benutzt, steigert die anscheinend die Effekte. Deswegen haue ich jetzt mal die Fee mit da rein und guck mal, was passiert. Feenwasser. Wollte ich aber eigentlich nicht. Das ist ja total dämlich. Habe ich jetzt ein was verschwendet? Ich dachte eigentlich, ich kriege jetzt wirklich so Brandschutz Level 2 oder was. Aber das ist ja gar nichts. Hä? Wieso jetzt 8,40? War das jetzt nur Zufall? Gibt es irgendwie so bestimmte... Ich koche jetzt nochmal. Jetzt wieder 3,40. Lag das vielleicht noch an der Fee? Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt eine extrem lange Brandschutzmedizin. Hier ist noch ein Esel. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht fotografiert. Ach, das Maximum. Ich muss... Immer wenn ich aufhöre aufzunehmen, dann ist erstmal auch Schluss mit Zelda. Ich denke nicht dran, mal die Bilder zu löschen oder... Na gut, Rubine zu farmen. Da möchte ich auch am liebsten in der Nähe sein. Nicht, dass dann irgendwo... Dass ich dann wieder irgendwo ganz woanders stehe. Und die Holzbündel hier, die stibitze ich mir mal. So, jetzt noch das Pferd holen und dann geht's weiter. Muss kurz mal weg. Und bin auch wieder da. Das Pferd, genau. Wir brauchen das Pferd. Dann probieren wir es jetzt mal von der Seite aus irgendwie in das Gebiet zu kommen und den Turm zu finden. Das ist das eigentliche Problem. Die Türme sind super hilfreich. Das ist nicht wie bei Assassin's Creed, wo man trotzdem irgendwie durch die Stadt rennen kann, sondern hier sind Wege und so einfach unglaublich wichtig. Und auch zu wissen, wie komme ich jetzt zu einem Weg oder so. Auf geht's.
Genau, hier muss ich irgendwie lang. Dann bin ich ja mal gespannt. Hier ist sogar ein ordentlicher Weg. Da können wir einfach die Aussicht genießen, während unser Pferd da entlang reitet. Was ist das? Moment mal, das habe ich glaube ich noch nicht. Doch, nee. Was denn das jetzt? Sah irgendwie jetzt gerade ziemlich seltsam aus. Ach, ein Sportpfeilchen. Na, was will ich denn damit? Quatsch. Verdammt, zu hoch gezielt. Macht der auf? Nee. Oh. Soll ich es probieren? Oh! Das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber wir können. Jetzt müssen wir es probieren. Aber ich denke mal, es sieht eigentlich ganz gut aus. Und selbst wenn wir es an die Wand schaffen, habe ich dann, glaube ich, noch ein bisschen Ausdauer übrig, um in den Schrein zu kommen. Ah, Totenköpfe. So habe ich meine Schreine markiert. Nur leider ist jetzt wieder mein Pferd weg. Endlich mal wieder ein Schrein. Wir waren jetzt schon lange in keinem mehr. Das ist gut. Elektroschleim. Elektroschleime verschießen Blitze, wenn sie angegriffen werden. Nutze diesen Reflex, um umstehende Gegner zu schocken. Elektrowaffen sind wirklich so krass, vor allem im Regen, dass es... Selbst irgendwelche schwarzen Exalfos oder so, das... Die sind halt einfach sehr schnell tot, wenn man da zwei Elektropfeile drauf schießt. Oi, das sieht wieder nach Stasis-Modulen aus. Oder nach dem Stasis-Modul, mehr haben wir ja nicht. Moakishito. Keine Ahnung, einfach mal. Gut, es passiert gar nichts. Es ist immer wieder dieselbe Kugel. Ach stimmt, ich habe ja das Stasis-Modul. Es ist immer diese Indiana Jones-Sache. Das ist einfach zu gut. Nee, hier muss ich nicht lang. Doch, da oben ist eine Truhe. Wow. Hui. Das ist wieder so eine unmagnetische Truhe, glaube ich. Ein Ritterschwert, sehr schön. Och Mann. Ich muss mir echt mal angewöhnen, irgendwie meine Taschen auszuräumen, bevor ich in diese Schreine rausgehe, reingehe. Irgendwie so. Was habe ich denn hier gefunden? Knochenmobkeule, 45 Schaden. Die Duo-Exal-Lanzen mag ich eigentlich. Oh, das schaffe ich nicht. Doch! Das war zum Glück. Schade, dass ich nicht nach hinten geguckt habe. Das hier ist irgendwie gerade ziemlich heftig. Was wollt ihr denn von mir? Das könnte sogar funktionieren. Ach, schade. Ich wollte, dass er ganz nach drüben fliegt. Das Stasis-Modul war nicht aufgeladen. Oh, Mist. Okay, das habt ihr nicht gesehen. Das war jetzt nämlich echt ein bisschen blöd.
auch nicht. Wie komme ich dann hier vorbei? Oh, dass mich das jetzt nicht überfahren hat. Verdammt, 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 verdammt. Ich meine, die sind ja auch nicht magnetisch. Vielleicht muss ich die irgendwie in der Luft anhalten. Oh. Na, das sah doch, das sieht schon mal ganz gut aus. Da drüben verschwindet sie nämlich nicht. Und die bleibt auch liegen. Da sind es schon nur noch drei. Bitte lande. Ja. Und jetzt sind es nur noch zwei. Eine muss ich jetzt noch irgendwie wegtun. Oh! Ach, immer noch nicht. Oh, die Kugel wird aber auch dann wieder in die Lava geworfen. Was wollt ihr denn hier nur von mir? Fast, fast. Oh, irgendwie habe ich es jetzt geschafft. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war. Vermutlich nicht. Ich habe es jetzt einfach so gemacht. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Hauptsache durch. Ist mir eigentlich scheißegal wie. Ah ja, das können wir alles skippen. Und da haben wir wieder einen weiteren Schrein durch. Unser Leben wird auch wieder vollständig hergestellt. Na gut, mich hatte gerade sowieso die Fee geheilt. Wäre ich mit dem Viertelherz, was ich hatte, oder noch so zu dem Ding gekommen, wäre es besser gewesen, aber naja. Okay, Leute. Und hier machen wir jetzt erstmal Schluss. Es war doch eigentlich erfolgreicher, als ich dachte. Oh, jetzt bin ich wieder hier bei dem... Nee, es ist ein anderer Stall. Ha, cool. Und dort ist dann auch schon der Turm. Na gut, schon ist ein bisschen... ja, das falsche Wort, weil es dauert schon noch eine ganze Weile. Aber wir haben die Medizin, wir haben den Schrein. Also ganz okay. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.